So, in diesem Video ein Highlight aus der Vergangenheit. Ich zeige dir, wie du einen Mad Eagle selber machen kannst. Dafür brauchen wir natürlich erstmal Mad oder Fleisch. Auf diesem Kanal wolfen wir das Fleisch natürlich selber, aber du kannst natürlich auch schon Hackfleisch, fertiges oder fertiges Mad verwenden. Das ist komplett dir überlassen. Wenn wir es selber machen, brauchen wir natürlich Gewürze. Da gibt es auch wieder verschiedene Mischungen. Ich habe unten in meinem Blogpost einmal 3 verschiedene niedergeschrieben. Ich habe das jetzt hier ganz klassisch: Salz, schwarze Pfeffer, bisschen Paprika, Matzis und dann noch ein bisschen Piment und Kümmel. Und dann war es das eigentlich schon. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich Deko. Dafür können wir einmal die allseits bekannten Salzstangen verwenden. Wir können die Stacheln aber auch aus Zwiebeln schneiden und, um so ein bisschen Liebe reinzubringen für die Nase und die Augen, Oliven und Kapern. Und ich würde sagen, wir starten einmal direkt los. Als erstes das Fleisch in wolfgerechte Stücke schneiden. Ich habe jetzt hier wirklich mageres Schweinefleisch und ein bisschen Schweinerückenspeck. Wichtig ist, dass die Stücke später in deinen Wolf passen. Je nachdem musst du den natürlich größer oder kleiner schneiden. Vor allem, wenn du das erste Mal machst, lieber kleiner. Dann in die Gefriertruhe zum Anfrieren, damit es schön kalt ist, wenn wir es wolfen. Du kannst die grobe oder feinere Lochscheibe verwenden. Ich nutze die gröbere, aber da, das ist geschmacklich dir überlassen. Lass es einmal durchlaufen. Und dann geben wir die Gewürze zu dem gewolften Fleisch. Und vermengen das einmal richtig gut. Hier ist wirklich wichtig, ausgiebig zu kneten, damit es a. keine Gewürznester gibt und b. das Fleisch eine gute Bindung hat. Dann formt sich der Mad Eagle später auch viel einfacher. Für die Deko die Zwiebeln in Streifen schneiden und die Salzstangen auch einmal dritteln. Und dann können wir auch schon anfangen zu formen. Das ist ein bisschen eine Arbeit am Anfang. Ich glaube, da gibt es verschiedene Techniken. Bin ja jetzt auch kein Mad Eagle Profi, aber am Anfang so eine Art Ball, der nach vorne immer ein bisschen enger wird. Dann eindrücken, dass man so einen Kopf rausarbeitet. Den nochmal zusammenformen und nach unten auch anpassen, sodass es wie so eine Spitz zusammenlaufend nach vorne geht und hinten sozusagen den Körper rund und schön mit Abstand. Was dann natürlich nicht fehlen darf, ist die Einkerbung für die Augen und natürlich hat so ein Igel auch Ohren. Da könntest du jetzt auch Radieschen nehmen. Ich mag aber fleischige Ohren. Meine Ohren sind auch nicht aus Radieschen. Da der Igel kein Maulwurf ist, muss er natürlich gut sehen können. Da packen wir 2 Kapern rein. Und dann brauchen wir natürlich noch eine schöne Nase. Dafür eine halbe Olive vorne dran. Und man sieht, das nimmt schon ein bisschen Gestalt an. Aber was fehlt uns? Ja, die Stacheln. Und da nehmen wir jetzt als erstes einmal die Salzstangen. Wie du siehst, ich habe die einmal gedrittelt, dann muss man die nicht ganz so tief reinstecken und dann in alle Himmelsrichtungen draufbauen. So, wie sagt man so schön, ein Igel kommt selten allein, deswegen an der Seite noch ein paar kleine Kumpanen, auch da funktioniert ähnlich, Ball machen, die Einkerbung, Kapern positionieren, Oliven positionieren und hier jetzt die Stacheln mit der Zwiebel. Wenn man jetzt ein Mad Eagle Meister wäre, hätte man die Zwiebeln sicherlich filigraner geschnitten, aber ich finde auch so ist es eine tolle Sache, die mich hier in der Nachvertonung definitiv zum Schmunzeln bringt. So, da haben wir jetzt nochmal einen Igel und ja, das war's. Auf dem Buffet, auf dem Abendbrottisch, wo auch immer. 4 Mad Eagle, was soll man da schon sagen? Hervorragend sehen sie aus. Es ist und bleibt einfach eine lustige Geschichte. Machen wir uns nichts vor. Wie immer gibt es das komplette Rezept natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich werde das jetzt nicht probieren, weil ich möchte keinen Igel essen. Aber ich bin mir 100% sicher, dass es schmeckt.
denn das Mett an sich schmeckt auch hervorragend. Also, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.